Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE2K18 Universe und meiner Meinung nach zum besten Pay-Per-View, den wir hier wirklich in den letzten Wochen hatten. Die Rede ist vom SummerSlam. Wir bekommen heute einiges an Gameplay zu sehen, denn es sind eine Menge Abonnenten-Matches dabei und die werden wir uns selbstverständlich heute alle geben. Ich will auch gar nicht viel erzählen, weil die Folge wird heute sowieso lang genug. Deswegen, let's fets, holt euch mal was zu trinken, holt euch eine Tüte Chips, holt euch ein Packen Gummibärchen, Schokolade, was auch immer. Auf jeden Fall genießt die Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gewaltig drauf. So, SummerSlam. Wir sehen im ersten Match Dean Ambrose, Michelina, Green Dragon und Atsu in einem Fatal 4-Way-Match. Es geht um den Intercontinental-Titel, den aktuell Atsu trägt. Und da stürzen wir uns doch direkt mal rein. So, Leute. Und wir sind direkt im Match. Wir werden heute selbstverständlich auf die ganzen Entrants verzichten. Und Dean Ambrose bekommt es erstmal mit dem Green Dragon zu tun. Und Atsu mit Michelina. So, der erste Pinfall. Das konnte sich wahrscheinlich Dean Ambrose wohl noch schenken. So, Michelina liegt draußen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Fatal 4-Way-Match, was wir gestern hatten, oder? Zwei sind drin. Oh, Dean Ambrose hat jetzt was vor. Oh, Green Dragon kann das kontern, aber ja, Ambrose kontert das Ganze. Was man mal hingucken soll. Also Michelin hat auf jeden Fall jetzt den Atsu unter Kontrolle. Und jetzt sind sie wieder alle vier im Ring. Und Green Dragon. Ja, aber das wird auch noch nicht. Eins. Ja, easy ist er da rausgekommen. Also ich esse gerade selbst ein bisschen Gummibärchen, weil ich will das Ganze mir auch ein bisschen. Ich will das genießen. Ist ja wie Kino hier heute. Und aktuell. Ja. Schwer zu sagen, wer ihr Favorit ist. Michael Lehnerer. Cooler Move. Hat irgendwie so AKO-mäßig, hat den Atsu hochgeschmissen. So, die zwei kennen sich hier. Green Dragon und Michael Lehnerer. Aber da ist keine Freundschaft hier in diesem Match. Big Boot. Aber Dean Ambrose jetzt. Und jetzt sehen wir Atsu wieder im Ring. Was passiert jetzt? Michael Lindner wird ins Ringseil festgenommen, aber Atsu, ja, hilft da ungewollt dem Michael Lindner. Aber jetzt gibt es dafür die Retourkutsche von Dean Ambrose. Und Green Dragon gegen Michael Lindner. Das Duell der Discord-Mods. Draußen sind wir, beziehungsweise ist der Green Dragon. Michael Lindner, was macht er jetzt? Zieht sich unter dem Ringseil durch und geht jetzt zum Green Dragon. Atsu jetzt mit Dean Ambrose im Ring. Also ich lege mal meine Hand auf ins Feuer, dass Dean Ambrose gleich noch nicht direkt gepinnt wird. Selbst wenn er sich gleich ein Finisher oder sowas fängt. Niemals. Ich brauche noch ein Gummibärchen. Nur Aufgabegriff. Da gibt Dean Ambrose niemals auf. Ja. Der befreit sich hier. So, jetzt Green Dragon wollte Dean Ambrose attackieren, kriegt das aber irgendwie nicht hin. Oh, der ging schief. Und Green Dragon und Atsu arbeiten jetzt so ein bisschen zusammen, aber es geht für Green Dragon in die Ecke. Und Atsu lässt sich locker von ihm. Und jetzt Michael Lehner, kommt da mal ein bisschen zur Hilfe. Boah, ich muss auch für ein Gummibärchen zu futtern. Das ist dumm, wenn ich dann doch am Reden bin und mich hier ganz am Rumkauen, das ist ja mega ätzend. So, Green Dragon mal wieder eliminiert. Oh, Alter, Dean Ambrose haut den Ringrichter K.O. Und Atsu wollte, glaube ich, seinen Finisher zeigen gegen Michael Lehnere. Oh, und ich glaube, da hätte es jetzt drei Finisher geben können. Michael Lehnere setzt den ersten gegen Atsu. Jetzt vielleicht Dean Ambrose. Gibt's den Dirty Deeds? Nee. Stattdessen kontert Michael Lehnerer, aber der setzt jetzt seinem Finisher an. Green Dragon versucht abzustoppen, der Pinfall. Eins, zwei, da kommt er raus. Und jetzt geht's nach draußen für Atsu. Green Dragon zieht sich raus, Michael Lehnerer. Jetzt ist richtig spannend auf jeden Fall.
Der Pinfall gegen Dean Ambrose, aber es wird auch noch nicht reichen, hier das Twitter aufzupinnen. Was war denn das jetzt? So, Green Dragon kümmert sich jetzt um Michael Lehnerer. Da gibt's den Stunner. Und er zieht ihn. Das dauert zu lang. Dean Ambrose ist wieder so halb auf dem Bein. Der Pinfall. Eins, zwei. Ja, aber Green Dragon, das reicht noch nicht. Michael Lehnerer ist noch zu frisch. So, Dean Ambrose zeigt jetzt erstmal an, wo es hingehen soll. Da wird erstmal auf die Schulter geklopft. Und Atsu liegt wieder am Boden. Der wird zittern. Jetzt ist er auch noch wieder draußen. Und Dean Ambrose gegen Green Dragon. Und jetzt... Nee, ich dachte, jetzt gibt's Dirty Deeds. War Green Dragon jetzt gegen Dean Ambrose, aber der konnte. Dean Ambrose haben wir sogar schon in einigen interessanten Rollen gesehen. Der war ja schon University. Und da ist Dirty Deeds. Dirty Deeds gegen Green Dragon. Aber Atsu ist wieder im Ring. Und schauen wir mal, ob jetzt irgendeiner abstauben kann. Piledriver gegen Dean Ambrose macht absolut überhaupt keinen Sinn, dass da jetzt eine Platzwunde ist. Eins, zwei. Oh, Michael Lehnerer, war das knapp, Mann. Was ein Match. Holy shit, Mann. Was ein Anfang von SummerSlam. Der Pinfall gegen Dean Ambrose. Eins, zwei. Aber auch Dean Ambrose kommt raus. Green Dragon geht wieder raus zu Michael Lehnerer. Und ich kann euch sagen, da kommen noch einige krasse Matches heute. Michael Lehnerer jetzt gegen Green Dragon, aber geht das gut? Ja. So, Signature ist noch nicht da. Gibt's wieder... Nee, ich dachte, es gibt wieder einen Piledriver. So, was ist jetzt hier los? Da sollte irgendein Finisher kommen, habe ich so das Gefühl. Und jetzt ist er auch da von Michael Lehnerer. Jetzt muss er noch Atsu eliminieren. Atsu will da den Pin, der will zocken. Er wollte den Pin klauen. Michael, jetzt kannst du weitermachen. So, jetzt kannst du Ambrose machen. Du kannst jetzt Ambrose... Oh, er guckt einfach zu, KI, Mann, du versaust es. Green Dragon jetzt im Ring. Kann er abstauben? Nee, er kümmert sich auch nicht um Ambrose. Was macht der denn jetzt? Er riecht sich erstmal die Hose. Also Dean Ambrose hätte man locker schon bis 1000 durchzählen können. Oh, jetzt ist eigentlich die 1, 2, 3. Wie sah denn das gerade aus? War aber nicht so ganz jugendfrei, oder? So, da ist der Stunner gegen Michael Lehnerer von Green Dragon. Es ist einfach nur zu krass. So, jetzt könnte ein Comeback kommen von Michael Lehnerer. Aber Dean Ambrose verhindert das, so wie es aussieht. Und jetzt Green Dragon... Der Pinfall wird auch von Ambrose unterbrochen. Und da gibt es den Headbutt. Und jetzt zieht er ihn. Ah, das reicht doch noch nicht. Er rollt sich raus. So, jetzt Pinfall gegen Michael Lehnerer. Warum? Atsu ist auch wieder da. Eins, zwei. Ja, reicht noch nicht. Und Atsu, das ging schief. Ambrose mit dem Konter. Und da ist immer noch kein Dirty Deeds. Da ist sogar der Konter. Und damit ist jetzt erstmal Dean Ambrose eliminiert. Und jetzt müssen alle hier hoffen, dass Green Dragon in den Ring kommt. Sonst könnte... Ja, jetzt kommt erstmal der Atsu-Swing. Ja, das ist auch dumm. Alles kannst du hier unterbrechen, aber das geht nicht. So, Green Dragon jetzt. Aha, das wird auch gekontert. Der hat gute Chancen jetzt zu verteidigen. Nee, Green Dragon kann nochmal kontern. Holy shit, Mann, Leute. Das ist ein schneller Schwung. Das gibt's ja gar nicht, wie lange das Match hier schon dauert. So, Dean Ambrose. Eins, zwei... Oh, Alter, da kommt Michael Lehnerer nochmal raus. Und der Pinfall gegen Green Dragon. Aber Dean Ambrose kontert das. Beziehungsweise verhindert es eher. So, was macht Ambrose jetzt? Alles da. Dirty Deeds auf den Ring. Auf die Ringseite. So, jetzt könnte aber, glaube ich... Wenn Ambrose jetzt keine Sperenzchen macht, ist das... Oder wenn er Sperenzchen hat, ist das Match rum.
So, Atsu zieht ihn nochmal da rum. Ambrose, du musst in den Ring, Junge. Oh Gott, das war's. Das war's. Atsu verteidigt tatsächlich seinen Titel. Weil Ambrose erstmal da so komisch hochklettert. Holy shit, Mann. Die Siegesserie von Atsu geht weiter. Da werden wir auf jeden Fall, wenn die Folge rum ist, uns zum Ende mal anschauen, wie lange Atsu den Titel schon hält. Er hat mich schon so oft danach gefragt. Aber es waren alles immer Vorproduktionen. Diesmal werden wir auf jeden Fall reingucken. Atsu, 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 Mann. Dein Typ ist echt ein Megatier. Herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung. Ich würde sagen, es ist okay, wenn wir das jetzt hier skippen. Das sehen wir uns nochmal an, gerade wie er den Titel hochhält. Aber wir wollen jetzt zum nächsten Match. So, Carmella gegen Billie Kay. Es geht um den Titel von Billie Kay. Und Carmella ist neue SmackDown Women's Champion. Championess. Wie in der Realität. So, jetzt Paul Heyman in... Nee, Quatsch. Paul Heyman begleitet Brock Lesnar zum Match gegen Roy Kingsley. Es geht um den Universal Title. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's. So, und da sind wir im Match. ECW, beziehungsweise ehemals ECW, Brock Lesnar gegen Roy Kingsley. Und hier bin ich echt mal gespannt, ob er hier die Bestie besiegen kann, der Roy Kingsley. Oder ob wir hier eine relativ kurze Nummer sehen. Und das ist auf jeden Fall Rope Break, das können wir schon mal wahrscheinlich hier festhalten. Nö, es ist kein Rope Break, alles klar. Ja, fragt der Ringrichter Roy Kingsley, ob er aufgibt. Natürlich macht er das nicht. Oh, Paul Heyman draußen. Hat er aber hier geguckt. So, Roy Kingsley. Sehr, sehr guten Eindruck macht er hier jetzt. Gerade im Match gegen Brock Lesnar. Aber das ist The Beast. Da ist noch nichts entschieden. Da hat jeder mal einen schlechten Start eventuell. Auch ein Brock Lesnar. Was hat er jetzt vor? Alles klar, cool. Na, sag das mal, Junge. Was ist los mit dir, Brock Lesnar? Habe ich mehr erwartet. Aber jetzt Brock Lesnar. Jetzt könnte eventuell so langsam Roy Kingsley, wenn jetzt Brock Lesnar mal ein bisschen hier dran bleibt, könnte ihm einiges an Schaden hinzufügen. So, da gibt es einen Aufgabegriff, der zwiebelt ordentlich. Und das ist der Schlag gegen Brock Lesnar. Er kann sich wieder befreien. Roy Kingsley, also der macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck hier. Der hat keine Angst vor großen Namen. So, da sind die Kicks. Was ist los mit Brock Lesnar? So. Paul Heyman lenkt da Roy Kingsley ab. Und Brock Lesnar steht. Und jetzt sind wir hier beim ersten German Suplex. Was macht Brock Lesnar jetzt? Zieht ihn erstmal in die Ringmitte. Versucht da einen Pinfall. Das reicht schon auf gar keinen Fall. Eins. Ja, easy. Rausgekommen für Roy Kingsley. Oh, da ist der nächste Reversal. Den hätte er jetzt gebraucht. Geht's in die Ringmitte. Geht's auf den nächsten Arm. Der schon sowieso bandagiert ist. Auch so Details muss man ja immer achten. So, geht der gut. Jo, er zeigt ihm, wie man fliegt. Ja, seit Paul Heyman eingegriffen hat. Seitdem ist Brock Lesnar am Drücker. Aber jetzt kommt doch nochmal der Reversal. Oh, alter Schwede. Zieht er ihm die Beine weg. Und reicht das? Es geht gegen den Ringpfosten. Das ist ja mal erstaunlich, was die KI hier für Gameplay zeigt. Roy Kingsley liegt auf dem Boden. Oh, da ist der Konter. Geht das gut? Ja, das sieht gut aus. Und der nächste Pin. Eins. Ja, easy. Kommt Brock Lesnar da raus. Kommt der Konter? Nee. Und den haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Oh, da könnte ein Finisher oder irgend sowas kommen.
Alter Schwede, was ein Curbstorm. Und Paul Heyman klettert nach oben und lockert da das Ringseil. Das hat Roy Kingsley gar nicht mitbekommen. Und der scheint gut zu gehen. Pop-up Powerbomb gegen Brock Lesnar und der Pin-Versuch. 1, 2. Aber Brock Lesnar kommt da easy raus. Bei 2. Was hat denn Heyman da oben vorgehabt? So, da ist jetzt Brock Lesnar mit dem Reversal. Und da tanzt er. Da sagt er, komm, steh auf. Und jetzt sind wir in Suplex City angekommen. Roy Kingsley. Nummer 2. Nummer 3. Sehen wir jetzt den F5. Erstmal gibt es die Schläge auf den Kopf. Und er hört nicht auf. Brock Lesnar. Er macht weiter. Oh, da wurde gekontert. Roy Kingsley. Das hätte ein F5 geben können. Und da ist der Aufgabe. Ja gut, das ist Kettenwrestling. Aber das juckt Brock überhaupt nicht. Oh, Lesnar, Mann. Da hätte ein F5 kommen können. Da, jetzt aber vielleicht. Oh, da ist der Ansatz zum F5. Geht der gut? Der sitzt. Roy Kingsley, jetzt hat er ein Problem. Der Pinfall. Nein, das ist Rope Break. Da ist die KI natürlich mal wieder richtig gut drauf. Es ist einfach mal Rope Break. Und Lesnar tanzt wieder. Und es geht mit dem Kopf wieder. Oh, da ist die Platzwunde bei Roy Kingsley. Und da gibt es wieder die Schläge. Brock Lesnar macht weiter. Jetzt, wo die Platzwunde da ist. Kluge Entscheidung. Und Roy Kingsley. Natürlich, die KI ist wieder da. Sitzt der? Der sitzt, jawohl. Und das könnte ein Comeback geben für Roy Kingsley. Das ist, glaube ich, so die typische Comeback-Szene. Ja. Jetzt wird's gefährlich für Brock Lesnar. So, der Kick sitzt. Brock Lesnar auf dem Boden. Ja. Kann er sich schenken. 1, 2... Da kommt Lesnar problemlos raus. Sehen wir jetzt einen Finisher, einen Signature? Brock Lesnar erstmal mit dem Konter. Da war die rechte. So. Ja, ich dachte, es gibt einen Pinfall. Und Brock Lesnar lässt nicht locker. Und jetzt könnte der F5 kommen, so wie es so aussieht. Jawohl, und ich glaube, wenn der sitzt, dann haben wir die Entscheidung. Da hat er anscheinend eben den Signature oder Finisher von Roy gekontert. Und da sehen wir jetzt den neuen Titelträger. 2, 3. Brock Lesnar, The Beast, holt sich den Universal Championship von Roy Kingsley. The Beast in seinem ersten Auftritt, glaube ich, seit der Auflösung von ECW. Ist er wieder der Universal Champion? Ich glaube, zum ersten Mal jetzt hier im Evoverse. Weiß ich gar nicht mehr. War Brock Lesnar schon mal Champion? Ihr wisst das so bestimmt. So. Da ist auf jeden Fall der Champion-Titel für Brock Lesnar. Und er nimmt ihn sich, als wäre es nichts. Als hätten irgendwie, keine Ahnung, Roy Kingsley nur mal kurz aufbewahrt, während Brock Lesnar ECW unsicher gemacht hat. Ja. So kann's gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum nächsten Match rüber. Was haben wir hier für Entwicklung? Ja, Statuseffekt bei Brock Lesnar ist hoch, aber bei Roy Kingsley ist er nicht so gut. Könnte ein Grund gewesen sein, warum er verloren hat. So, und dann kommen wir zum nächsten Match. Und es ist das Rückmatch für die EWO. Das erste Match haben sie ja durchaus den verloren. Sie treffen auf Akam und Razor. Es geht um die Tag-Team-Titel. Und dann legen wir mal los.
So Leute, und das Interessante ist, es ist ein Ladder-Match. Ich glaube, es ist das erste Tag-Team-Ladder-Match, was wir jemals im Universe-Modus hier gesehen haben. Und damit ist auf jeden Fall auszuschließen, dass jemand ausgezählt wird. Und ich bin mal gespannt, was wir hier für ein Gameplay zu sehen bekommen. Valenti gerade auf jeden Fall mit Razor zugange. Akim hat Hergi ganz gut unter Kontrolle. Mal gespannt. So, jetzt Hergi mit dem Konter. Echt mal gespannt, wie lange dieses Match dauern wird. Ich muss jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Valenti mit dem DDT. Ja, und jetzt liegt er doch auf dem Boden. Ich finde es aber erstaunlich, dass irgendwie immer einer vom gegnerischen Team am Drücker ist, aber beides zusammen irgendwie nie. So, Hergi. Jetzt haben sie beide mal die Kontrolle. Die EWO. Ich wollte gerade sagen, hier Hergi willst du jetzt etwa einen Pinfall? Das. Oh, da rollt sich der erste raus. Anstatt dass er sich nach links rollt, rollt er sich jetzt komplett einmal 8 Meter nach rechts. Hergi holt die Leiter. Schauen wir mal, ob sie das ausnutzen können. Die EWO. Muss Valenti nur Razor unter Kontrolle. Alter, was macht Hergi? Er attackiert Valenti. War bestimmt versehen, oder? So, jetzt ist wieder Akim im Ring. Und Valenti klettert hoch. Und schnappt sich den Tag Team. Schade, dass er nur einen Gürtel hängt. So, und jetzt, alles klar, Valenti hängt da in der Luft. Und wird jetzt aber hier geschnappt. Und das ging ordentlich auf den Oberkörper. Und Valenti rollt sich erstmal raus. Jetzt muss Hergi zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Haut er vorbei. So, Razor. Alter, die sind so dumm. Jetzt schon wieder. Jetzt hat er seinen eigenen Mann ausgenockt. Die KI ist ja so dumm. Da attackiert hier KI zweimal den eigenen Mann. So, da fällt er schon runter. Jungs, strengt euch an, Mann. Ich habe Hoffnung in euch. Wenn ihr schon diesen Namen tragen dürft. Alter Schwede, ist das ein Gameplay. Schlechtestes Match bis jetzt. Hergi, bau die Leiter drauf, Mann. Jetzt ist der andere wieder da, Mann. Anstatt dass er ihn attackiert, der muss das doch sehen. Valenti, jetzt komm, attackier den Mann. Sehr gut. Oh Gott. Alter, Valenti. Bau Hergi die Leiter wieder auf, Mann. Hergi ist runtergefallen. Oh Gott, ey, da hat Valentis versaut. Oh mein Gott. Hergi ist jetzt erstmal... Wie Leitern hier einfach umfallen? Das sieht so geil aus. Ich bin echt mal interessiert, wie viel da schon abgepflückt wurde. Schade, dass man das nicht sieht. So, der erste von AOP klettert jetzt hoch. Und das könnte eventuell... Oh, Valenti geht auch mit hoch. Und das könnte jetzt eine Entscheidung geben. Wenn Hergi jetzt nicht zu Potte kommt. Hergi muss jetzt eingreifen. Ah, haben wir mal Glück gehabt hier, die EWO. Und die Leiter ist weg. Jetzt ist erstmal Entspannung. Das Match ist erstmal... Oh, beide von AOP sind draußen. Ausgerechnet, jetzt ist die Leiter draußen. Mach es, Hergi. Wieso? Eieiei. Valenti draußen ist noch eine Leiter. Komm, Hergi, zieh dem eine. Leiter ist drin. Was macht Valenti denn jetzt da? Steht er da? Wäre eingeschlafen. War AOP wieder im Ring? Ich glaube, das sieht nicht gut aus für die EWO. Das sieht alles andere als gut aus. Powerbomb. Und die Leiter wird aufgebaut. Nee. Razor attackiert nur Hergi. Das ist eigentlich gut für ihn, weil dadurch ist er nämlich wieder da. So, jetzt muss er die Leiter einsetzen. Jawohl. Und jetzt Akim mit dem Big Splash vom obersten Seil. Und jetzt Razor hat die Leiter wieder. Und Hergi hat die Leiter wieder. Ich würde mich nicht wundern, wenn Razor... Oh, jetzt hat er getroffen. So,
Vor Hergi, bau die Leiter auf. Hergi, bau die Leiter auf. Hergi, bau die Leiter auf. Was machst du? Hergi, bau die Leiter auf. Hergi, bau die Leiter auf. Hergi, bau. Oh, da gibt's erstmal. Oh, Valenti, Mann, der wollte Sister Abigail machen. Jetzt ist Hergi wieder ausgenockt. Ey, hier hat keiner den Titel verdient, Mann. Valenti pflückt die Gürtel ab. Valenti pflückt die Gürtel ab. Valenti pflückt die Gürtel ab. Das wird nix. Oh je, das könnte jetzt eher eine Entscheidung geben. Oh, 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 oh. Und jetzt sieht's alles andere als gut aus für die EWO. Wenn Hergi jetzt nicht in den Ring kommt, dann war's das. Hergi, beeil dich, Junge. Alter, und jetzt... Nee, das war's. Er hört auf zu pflücken. Er hört auf zu pflücken. Das war's. Hergi fliegt raus. Das war's. Die AOP gewinnt jetzt. Die AOP wird jetzt gewinnen. Die Hours of Pain. Die EWO am Boden, bevor sie überhaupt ganz oben waren. Und jetzt gibt's draußen nochmal den Signature. Wie lange braucht der denn da? Tja, die Hours of Pain. Liebe EWO. Red, ich hab's gesagt, ihr seid einfach nur ein billiger Fake. Und sowas will den Namen EWO tragen. Was eine peinliche Leistung war das denn? Da sieht man richtig, dass da Differenzen in diesem Team sind. Aber an sich ein cooles Match, wenn da jetzt halt diese Bugs nicht gewesen wären. Ja, AOP behält also den Titel und für EWO geht's nach ganz unten. Sodele. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Eine 6-Mann-Battle Royale. BDG, Niklas The Ace, David Cole, Dave Feder, Francisco Valesca und Daniel Reel. Es geht um den United States Championship. Dann gehen wir da auch mal rein. So, und ja, wie gesagt, wer über das oberste Ringseil fliegt, ist in diesem Match raus. Aktueller Titelträger der Dave Feder, der gerade unten attackiert wird von Daniel Reel, der mit der blauen Hose Francisco Valesca in Gefahr gegen Niklas The Ace. BDG rettet sich gegen David Cole. Da kommen aber ja auch Schläge. Oh, Francisco Valesca, da ist er fast rausgeflogen. Ja, BDG in Gefahr, aber das sollte auch noch easy sein. Francisco Valesca lässt sich erstmal feiern. Oh, da die zwei haben sich hier, Francisco Valesca und Niklas The Ace, das wäre doch mal eine Traumfehde. So wie die sich hier über das oberste Ringseil dauernd prügeln. David Cole gegen BDG jetzt. Und Dave Feder mit Daniel Reel. Francisco Valesca, er chillt sein Leben, er macht erstmal nichts. Jetzt wollte er sich um Dave Feder kümmern, aber das... Oh, da kommt von der Seite Niklas The Ace ran. David Cole in Gefahr? Ne. Kann er nochmal kontern. Niklas The Ace kümmert sich um Francisco. Ne, doch nicht. Er geht einfach nur in die Ecke. So, wer ist denn hier ernsthaft in Gefahr? Ich glaube noch keiner. Ich glaube nicht, dass Dave Veda jetzt schon rausfliegt. So, BDG, das ging jetzt schief. Wessen Konter der Francisco? Oh, BDG hilft ihm. Aber David Cole immer noch in Gefahr. Samoan Drop von Francisco. Dave Veda gegen Niklas The Ace. Kann er kontern, aber da ist der Reversal, Reverse DDT und David Cole in Gefahr. Noch keiner rausgeflogen, das ist sehr erstaunlich in einem Battle Royale. Weil wir sonst mal die Achter Battle Royale machen. Oh, Dave Feder ist raus, wir kriegen auf jeden Fall einen neuen Champion. Holy shit, man, kaum sage ich's. Das war jetzt aber eine easy Elimination. Wir kriegen einen neuen US Champion. Aber keine Sorge, Dave Feder, du kriegst natürlich ein Rückmatch. So, Belly-to-Belly-Suplex von BDG gegen Daniel Reel.
So, der Kick ging schief. Danny Real, der ist mein Tipp, dass er als nächstes rausfliegt. Ja, so viel zum Thema. Jetzt kontert er erstmal. Und kümmert sich um Francis. Nee, doch nicht. David Cole ist das nächste Opfer. Niklas Ayres, er heizt die Fans an. Sehen wir hier eine Eliminierung gegen Daniel Real? Sieht gerade nicht danach aus. So, DDT gegen BDG von Niklas. Wenn es jetzt ins Ringseil geht, könnte es. Nee. Es wird gekontert. So, David Cole, auch der kann nochmal sich befreien. Das ging schief, aber jetzt könnte es ins Ringseil gehen. Wenn er jetzt Anlauf nimmt, ist er weg. Nee, gekontert von David Cole. Uppercut von BDG. Francisco in Gefahr gegen Niklas Ayres. Und Francisco ist leider raus. Auf Wiedersehen. So, Niklas. Das ging auch schief. So, vier Leute hätten wir noch. So viel zum Thema. Daniel Reeve wird als nächstes eliminiert. Nächster Belly-to-Belly gegen... Oh, und Niklas ist raus. David Cole, Daniel Real oder BDG. Einer von den dreien macht's. Und da gibt's erstmal hier Sister Abigail. Von David Cole gegen Daniel Real. Da ist der Konter. Und jetzt gibt's die It-Kicks. Die ich nicht nachvollziehen kann, so ein Match. Ja, Daniel Reel, jetzt räumt er auf. Eben noch habe ich ihn als Favoriten für die nächste Eliminierung bestimmt. Und jetzt ist er auf dem besten Weg, eventuell das Match zu gewinnen. Ja, BDG wird sich freuen, der kann unten ausruhen. Oh, da soll der nächste Signature oder Finisher kommen. Gegen David Cole. Da ist der Samoan Drop. Das sieht voll komisch aus, wenn der so schnell ausgeführt wird. Als würden wir das Spiel vorspulen. So, gibt's noch einen? Nee, David Cole kann sich befreien. Aber wollte er zu viel, denn du Real. Und BDG jetzt. Schnappt, wird von David Cole geschnappt. Und das könnte tatsächlich eine Eliminierung geben. Weil wir sind ja schon in einer relativ fortgeschrittenen Matchdauer. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel er eingesteckt hat, aber könnte gefährlich werden. Nee, er befreit sich nochmal. Oh, der ging vorbei. Tja, BDG. Das Match wird zäh, es zieht sich in die Länge. Daniel Reel guckt einfach mal gerade nur zu. Und jetzt eventuell David Cole in Gefahr. Ja, David Cole ist raus. So, jetzt heißt es BDG oder Daniel Reel. Daniel Reel lässt sich erstmal feiern. Unfassbar, dass er, den ich wirklich niemals als Favoriten hier gehandelt hätte, dass der jetzt hier auf einmal die Chance hat, US-Champion zu werden. So, und da könnte der nächste Signature, der Finisher, kommen. So, Samoan Drop. BDG sieht sehr K.O. aus, ist jetzt zwar wieder auf den Beinen. Und Reverse DDT. Und die Platzwunde bei Daniel Reel. Das könnte natürlich jetzt der Vorteil doch noch von BDG sein.
Und da gibt es die Kopfschere. Und der Curbstomp. Ich hätte den Finisher für die Eliminierung genutzt. Aber mich fragt ja keiner. Und da ist der nächste Reversal, was jetzt einfach mit Ansage war. Wir wollen einen Sieger, denn wir haben noch ein Match. Und der nächste Reversal. So, Daniel Real. Kann er das jetzt ausnutzen? Nee, weil der nächste Reversal wieder da ist. Und Uppercut vom BDG. Und der nächste Reversal. Das ist echt schlimm, oder? Man spürt das einfach, dass gleich ein Reversal kommt. Ja, dann sagt er nochmal, Leute, jetzt geht's ab. Eventuell. Und der nächste Reversal. Wie kann es anders sein? So, sehen wir jetzt eine Entscheidung? Nein, wir sehen einen Reversal. Und ein Belly-to-Belly gegen BDG. Und ein Leg-Drop hinterher. Und die nächste Platzwunde. Interessant, er springt ihm aufs Kinn und er kriegt oben eine Platzwunde, alles klar. Und die nächsten It-Kicks. Der blutet dabei, hat er sich ja ordentlich getroffen. Blutschlacht hier um den US-Title. So, jetzt vielleicht die Eliminierung? Nö, der Reversal. Wie kann es auch anders sein? Und der nächste Reversal. Leute, macht mal hin, wir essen zeitig. Codebreaker. Und jetzt natürlich nochmal hier der Swing. Wie kann es auch anders sein? Yay. Oh, diese Einzeldinge am Ende, die machen mir die ganzen Battle Royals kaputt, meiner Meinung nach. Klar ist dieses für die Spannung geil, aber einfach wenn du schon weißt, da wird jetzt sowieso noch mindestens 5-mal was gekontert, dann ist es einfach ätzend. Ich würde sagen, da kommt eh noch ein Konter gleich. So, der nächste Curbstomp. Ich traue dem noch einen Reversal zu. Ja, das war so klar. Es war einfach so klar. Und wieder mal It-Kicks. Hey! Warum auch nicht? Also die KI kann man definitiv festhalten. Ist ab gewissen Zeiten zu doof für eine Battle Royale. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was die machen sollen. Ja, mal wieder ein Konter. Wir sehen hier vor allem jetzt da unten nur noch Moves, den wir davor schon mal gesehen haben. Das wiederholt sich gerade alles. Und wieder der Konter. Komm, schmeiß ihn raus, Mann. Irgendeiner von euch. Nächster Konter. Wie viele Konterbalken haben die eigentlich? Ich dachte, es gibt nur 5. So, jetzt ist er weg. So wie es aussieht. Jawohl, BDG, herzlichen Glückwunsch. Neuer US-Champion im Evoverse bei SmackDown. Ein zähes Ende findet also einen Sieger. Aber natürlich bekommt Dave Vader noch sein Rückmatch. Das wird natürlich nicht vergessen. So, jetzt gucken wir uns an, wie er den Titel bekommt. Da ist das gute Stück. Weiß gar nicht, hattest du schon mal einen Titel im Evoverse? Ich weiß das leider nicht mehr. Ist schon hier ein paar Folgen alt. Ist glaube ich 151 oder so heute. Na gut. So, dann hält der gute alte Elias eine Promo. Hier wäre nämlich eigentlich eine Promo von jemand anderem gewesen. So, und da ist er rum. Jetzt haben wir den Main Event. Rusev, Daniel Bryan und Samoa Joe. Es geht um den Titel, den Daniel Bryan hält. Und Samoa Joe ist der neue WWE Champion. Das ist ja mal hier... Ja, eine Ansage. Und damit ist... SummerSlam rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen mal in die News rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Joe hat den Championship gewonnen. BDG hat den United States Championship gewonnen. Mehr steht da nicht. Rivalitäten haben wir momentan auch nur die. Alles klar. Dann, ja.
ist tatsächlich diese Woche abgeschlossen. Wir schauen uns jetzt natürlich nochmal das Power-Ranking an. Wir sind auch schon wieder im September angekommen. Und ja, wie eben schon gesagt, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder das in die Kommentare oder kommt auf meinem Discord-Channel vorbei. Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Findet ihr aber auch nochmal alles im Outro, was dann auch mit QR-Code mit dem Smartphone abscannbar ist. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Wenn ihr Bock drauf habt, hier mitzumachen, ihr könnt mit eurem Charakter hier im Evilverse dran teilnehmen. Ihr braucht eine PlayStation 4 und dann schaut ihr euch die zwei Videos in der Videobeschreibung an. Einmal gibt es ein Video mit Teilnahmebedingungen, die ihr wirklich alle erfüllen müsst. Und dann gibt es noch ein Video, wo erklärt wird, wie ihr euren Charakter richtig in die Community also hochladet, damit ich den auch finden kann. Wenn ihr das erledigt habt und ich habe nichts daran auszusetzen, werdet ihr in den Modus hinzugefügt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, den ein oder anderen neuen Wrestler nochmal ja, in den Community zu finden. Bedanke mich dann jetzt bei euch allen fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Morgen um 12 Uhr geht's dann weiter. Schauen wir mal, was wir dann so für Entwicklungen zu sehen haben. Auf jeden Fall das Ranking lasse ich jetzt noch bis zum Ende durchlaufen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.